Stammt das von einem Beatle? Cool. Thank you.
Übertreib's nicht! Was macht ihr jetzt, ha? Bist du wahnsinnig? Und wie war das? Das wird unangenehm. Verdammt, wo ist nur der Morgen hin? Tyler, Jess und ich sind uns nicht einig. Was ist besser für Stadtrennen? Europäische Kompaktsportwagen oder amerikanische Muscle Cars? Wenn es um reine Power geht, eindeutig Muscle Cars, keine Frage. Siehst du, Jess? Sage ich doch. Muscle Cars sind zu auffällig. Kompaktwagen sind dezenter, haben aber trotzdem eine enorme Beschleunigung. Tja, Mac, da hat Jess recht. Wer bitte schön will ein dezentes Auto?
beweis mir, dass du mehr als ein Großmaul mit einer Glückssträhne bist. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ah, wirklich? Dann mal los. Verdammt, er zieht einfach vorbei! Führung, ich komme! So fühlen sich also Niederlagen an.
Einen mutmaßlichen 4-11 in westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. An alle Einheiten, Lincoln 1-3. Bring mich hier weg! Jimmy! Na sowas, was für eine nette Überraschung. Das Haus sagte, sie wollt nur reden, ich schwör's dir. Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig, guter Punkt. Tot oder lebendig gesucht? Geschieht ihm recht. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy.
noch mehr. War das etwa schon alles? Miller, der ist erledigt. Ich weiß. Weniger. Verdammter Mist!
Du hast dich null verändert. Schon wieder. Bei der Reparatur. War das einfach. Geschafft. Thank you.
Das war's. Ich setz dich ab. Danke, Miller. Nur damit das klar ist, Jimmy. Das hier ist das letzte Mal. Ich verstehe. Wenn du mich nochmal anrufst, gehe ich nicht ran. Selbst wenn du stirbst und ich deiner Frau sagen soll, dass du sie liebst. Aber ich bin nicht verheiratet. Nieder. Verstehe. Was hast du in dem Casino gemacht? Warum fragst du mich? Das hier, ist das Debriefing, Jimmy. Oh. Das Casino verkauft nicht ans Haus. Also sollte ich seinen Marktwert senken. Was stehlen, für Unruhe sorgen, den Gästen Angst machen. Um eine feindliche Übernahme vorzubereiten. Du bist echt ein Profi, Miller. Weißt du das? Ja, so bin ich. Total professionell. Hey, Jimmy. Bleib sauber, ja? Überlieger, du musst für uns einen VIP rumkutschieren. Hör einfach zu, was er erzählt und gib's an uns weiter. Verstanden? Toll, ich bin Oberfahrerin. Ich schick dir die Abholposition. Thank you.